præcis verdammt lang her. Verdammt lang her. Und so wie's früher war, mit 16 Jahren, wird's nie mehr. Und nun zu etwas ganz anderem. Andreas Gabalier kann mit Deutschrap wahrscheinlich nicht viel anfangen. Dafür gehört für ihn das Kreuz an die Wand, wie er auf seinem neuen Album klarstellt. Ja, über die Texte mag man streiten, was das Feeling angeht, bleibt der Volks-Rock'n'Roller aber auch auf Vergissmeinnicht eine Klasse für sich. Papa Emeritus ist Geschichte, es lebe Kardinal Kopia. Wer eigentlich hinter der Band Ghost steckt, ist seit einem Rechtsstreit im vergangenen Jahr kein Geheimnis mehr. So viel steht aber auch fest, die gespenstischen Schweden liefern mit dem neuen Album Prequel einmal mehr eine spektakuläre Heavy-Metal-Show. Haltet den Kindern jetzt lieber Augen und Ohren zu, denn hier kommt Schwester Eva. Demnächst muss die angesagte Deutschrapperin für 2,5 Jahre ins Gefängnis. Vorher macht sie ihren Fans mit Eva nochmal eine Freude und sie erzählt ihre Version davon, was zuletzt in ihrem Leben alles los war. Scarlett Johansson findet irgendwie jeder gut. Daran soll sich auch gar nichts ändern, aber ihre neue EP ist eine ganz schön schnarchige Angelegenheit geworden. Wieder einmal im Duett mit Pete Yorn singt sie Lieder vom Getrenntsein und von großer Liebe. Beim Hörer kommt von dem Geknister aber leider nichts an. Dreams,